Siero. Werden dann auch im Mittelfeld immer wieder die Positionen tauschen und dann wird's gefährlich. In Extremis Anthony Sautier bringt da den Ball am Tor vorbei. Und ich hoffe, sie können auch diese Stimmung mitnehmen. Wow, da war sie, die erste richtig dicke Möglichkeit. Von ihm hier, von Jean-Pierre Nzame, hätte es auch für Scherz. Verletzte sich dann gleich wieder im Februar gegen Sion. Eine Fußprellung, Stevanovic. Nun. Also auch das Heimteam mit der ersten guten Möglichkeit. Tolle Flanke überbrückt. Ein einziger Pass zu Konja reicht. Schalk wird gefault, muss Penalty geben. Es sei denn, er hat sich da über den Gegenspieler geworfen, aber es sah mir doch im ersten Moment stark nach Penalty aus. Aus dem Nichts heraus kommen die Genfer zu diesem Strafstoß. Wir schauen hin und sehen, dass es ein korrekter Entscheid ist. Spielminute. Kone kommt vorbei, auch wenn von Malmos die richtige Ecke geahnt hat. Sein Team führt mit 1:0, 55. Spielminute. Dieser schnelle Gegenstoß. Gaudino. Und der Ausgleich. Kurz vorher eingewechselt worden, Miralem Süleymani bringt Ibe zurück in diese Partie. Und da gab es für Frick nichts zu halten, viel Pech. Aber auch hier wird dieser Ball weggeräumt, wird schlussendlich zur sicheren Beute von Jeremy Frick. Gelbe Karte gegen Jean-Pierre Nzame nach dieser Aktion. Gibt die Überprüfung, ob es ein Penalty war. Also nicht Penalty, sondern ob es eine Tätlichkeit war. Die Absicht von Jean-Pierre Nzame war schon zu sehen, dieser Wischer. Aus meiner Sicht hätte man das wahrscheinlich mit Gelb bestrafen können. Elia. Ja, was war das denn? Ich wollte sagen, Ibe in Unterzahl machen das richtig gut. Lassen hinten nicht viel zu und kaum wollte ich es sagen, fliegt Jeremy Frick vom Platz. Da hat er sich komplett verschätzt.